lauft ja im Kreis, Männer. Verteilt euch und sucht weiter die Klatschmohnwiese ab. Hier riecht es irgendwie süß. Ups. Ach so, das kommt von den Beeren. Kein Honigtau, keine Blattläuse und kein Willi. Richtig. Bei Rettern wie mir muss man sich doppelt bedanken. Bosse, Chef, da drüben ist was im Busch. Da müssen Sie sein. Alles aufgefuttert. Wirklich? Zeig her. Stimmt, Rempel, ich hab dir nichts übrig gelassen. Ja, am liebsten würde ich dich da stecken lassen. Du spuckst. Nein, das war nur ein kleiner Regentropfen, du Hohlkopf. Jetzt sind es ein paar mehr Tropfen. Los, wir müssen hier weg. Hey, ich kann nichts sehen. Ach, schon besser. Der arme Willi, jetzt ist er ganz allein da draußen und hat niemanden, der ihn beschützt. Ja, ihr seid wirklich die besten geretteten Läuse, die man sich denken kann. Oh jemine, ich hoffe, Willi ist zum Bienenstock zurückgeflogen. Nachts hat er doch hier draußen immer solche Angst. Willi, da bist du ja! Wo warst du nur den ganzen Tag? Willi, ich hab überall nach dir gesucht. Ich hab mir den ganzen Tag mein Bäuchlein vollgeschlagen. Morgen gehe ich da wieder hin, da musst du unbedingt mitkommen. Willi, zum Bienenstock geht's da lang. Ach ja. Autsch! Oh, guten Abend, Frau Cassandra. Willi, gute Güte, wo hast du den ganzen Tag gesteckt? Deine Aufgaben von heute Morgen sind alle nicht erledigt. Oh, ich war an einem Ort, an dem ich wie ein König behandelt wurde. Nicht wie eine Arbeitsbiene. Was, wie ein König? Jawohl, wie ein König. Ich fürchte, die Aufgaben werden wohl noch ein bisschen warten müssen, Frau Cassandra.